Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Beim Impingement-Syndrom der Schulter kommt es in verschiedenen Bereichen zu einer Einklemmung bzw. zur Quetschung von Sehnen und Schleimbeuteln. Schauen wir uns das anhand von diesem Schultermodell einfach mal an. Der erste Bereich ist der Raum zwischen Schulterdach und Oberarmkopf. Dieser Bereich wird vor allem bei der Abspreizbewegung des Armes eingeengt oder ganz einfach, wenn lokaler Druck auf die Schulter ausgeübt wird, wie zum Beispiel beim Schlafen. In diesem Fall kommt es zur Einklemmung bzw. zur Quetschung der Sehne des sogenannten Supraspinatus-Muskels, den Sie hier sehen, und des darüberliegenden Schleimbeutels. Der zweite Bereich ist der Raum zwischen dem Coracoid, dem sogenannten Rabenschnabelfortsatz, und dem Oberarmkopf. In diesem Fall kommt es zur Einklemmung bzw. zur Quetschung der Sehne des sogenannten Subscapularis-Muskels, den Sie hier sehen. Und da dieser Muskel für die Innendrehung des Arms verantwortlich ist, sind vor allem Bewegungen der Schulter nach hinten, wie zum Beispiel beim Kraulschwimmen, schmerzhaft. Und wie Sie dieser Einklemmungsphänomene am besten Einhalt gebieten können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Besorgen wir uns ein Gummiband, das gibt es für ganz wenige Euros, und fixieren das in der einen Hand, nehmen die andere Hand und rotieren nach außen. Rotieren ganz weit nach außen, so weit wie uns das möglich ist, bei gesenkter Schulter. Gute Hilfe ist hier runterklemmen, Handtuch nehmen, kleine Stofffetzen hier unten drunter klemmen, und wenn ich das hier rausnehme und es runterfällt, dann ist die Übung verkehrt. Das heißt, Schulter ist fixiert, Ellbogen liegt am Körper an, wir sind ganz fest. Und dann wird die Bewegung nach außen geführt. Ihr könnt das Band in den Türrahmen fixieren. Ich habe mir hier eine andere Lösung gebaut. Und wir nehmen das Band, ziehen diagonal über den Körper hinaus, diagonal über den Körper hinaus, fixieren die Schulter, ganz tief lassen. Das gilt sowohl für die eine Seite als auch mit der anderen Hand für die andere Seite. Über den Körper, über die Körpermitte hinaus, einfach cross. Zur nächsten Übung stellen wir uns auf das Seil, fixieren das am Oberarm, nicht auf der Schulter, und heben den Arm nach oben, heben den Arm nach oben. Dadurch, dass hier eine Kompression entsteht, wird das Ganze leichter. Dadurch geht der Arm hoch, hoch, und die Schulter bleibt tief unten in der Pfanne. Wir machen die Arme hoch und runter, heben sie, rotieren, hoch und runter.